Hallo liebe Zuseher, Bunter Leben ist zurück und das gleich mit einem einjährigen Jubiläum. Trendstipps und Tricks für ein besseres Leben, das hat uns seit Herbst letzten Jahres beschäftigt. Ja, und heute schauen wir dahin, wo vor einem Jahr alles begonnen hat, und zwar in Sagwassalza in Golling. Und weil der Herbst langsam wirklich nicht mehr zu leugnen ist, haben wir für Sie diesmal das Thema Wärme ausgepackt. Dazu habe ich gleich mal eine Frage an den Geschäftsführer vom Aquasalza, den Erik Herber, weil der muss es ja wissen. So, Erik, ich habe gleich mal eine Frage an dich. Und zwar, das Immunsystem, das kämpft ja jetzt ganz schön, jetzt wo es wieder kälter wird. Da hadern viele damit. Was hat denn die Saunawärme allgemein für eine Wirkung auf den Körper? Sie hilft uns, das zu behalten, was wir haben, nämlich unsere Gesundheit. Gerade vor dem Herbst ist es ganz wichtig, dass man mit Wechselbädern, mit Dampfbadbesuchen oder auch mit Saunieren sein Immunsystem stärkt. Das ist genau das Perfekte, um jetzt der dann kommenden kalten Jahreszeit zu trotzen. Und es ist ja auch so, die Sonne geht jetzt wieder langsam in den Winterschlaf. Welche Auswirkungen hat denn das auf die Gesundheit und wie kann man diesen Lichtmangel vernünftig ausgleichen? Vitamin D-Mangel ist gleichzeitig bedeutend mit ein bisschen schlechterer Laune. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja gut gelaunt auch in den Winter gehen. Das kann man ausgleichen durch einmal die Infrarotkabinen, die wir haben, die Infrarot-Lounge, aber auch durch ein Solarium mit einem gesunden Maß natürlich. 6 bis 10 Minuten sollten da ausreichen. Das alles zusammen mit Sauna und Dampfbädern hilft, um einer guten körperlichen Konstitution dann gerecht zu werden. Okay, Solarium, das ist mein Stichwort. Ich würde sagen, das probiere ich jetzt gleich mal aus.